Verbotene Liebe, Rassenhass, tödliche Schönheitsideale. Oliviero Toscani kennt keine Tabus. Es gibt Fotografie, die die Seele stiehlt, durch den Blick. Augenblick. Manche Leute sagen, du kannst mich nicht fotografieren, denn du stiehlst meine Seele. Interessant. Ein Großteil seiner Sujets sind Werbekampagnen für die Modeindustrie, allen voran einer italienischen Textilkette. Eine Branche, die eigentlich von der Schönheit lebt, doch die interessiert den 77-Jährigen wenig. Weißt du, diese Topmodels, die jeder so liebt, sie sind leer, leer, sie haben keine Seele mehr. Deswegen mögen die Menschen sie, weil sie ästhetisch sind, wie eine leere Box, aber ohne Seele. Seelen berühren, Gemüter erhitzen. Mit seinen unkonventionellen und provokanten Modemotiven geraten Toscani und seine Auftraggeber immer wieder in die Schlagzeilen. Und immer wieder steht die Frage im Raum, was darf Werbung? Oder wie weit darf Provokation als PR gehen? Für den Starfotografen offenbar nicht weit genug. Er sprengt die Grenzen und erklärt uns auch die Beweggründe, die ihn antreiben. We're not civilized yet. Weißt du, wir sind noch nicht zivilisiert. Die Welt ist nicht zivilisiert. Wenn ich mir überlege, was auf der Welt gerade passiert. Ich meine, die Menschheit versucht Probleme immer noch mit Waffen zu lösen, mit Krieg. Es ist beschämend. Als Sohn eines Fotoreporters lernt Toscani das Handwerk schon früh. Bereits im Alter von 6 Jahren bekommt er seine erste Kamera. Nach seinem Studium der Fotografie arbeitet er für namhafte Modezeitschriften wie Elle oder Vogue. Er selbst aber sieht sich nicht als Werbefotograf, sondern als Künstler. Für mich soll die Fotografie der Information dienen. Ich benutze meine Kamera, um den Zustand der Menschheit in unserer Zeit zu erklären. Die wilden Jahre aber sind bei Toscani offenbar vorbei. Seit 2 Jahren ist er nach 17 Jahren Pause wieder für den Textilriesen Benetton tätig. Die Arbeiten sind heute allerdings klassische Modewerbung. Früher Motive wie Kleidung von getöteten Soldaten oder die Abbildung von zum Tod geweihten. Heute sucht man Verstörendes vergeblich. Aktuell mag man es vielleicht altersmilde nennen. Was vom Italiener bleiben wird, sind aber wohl Kampagnen wie diese, die Mode für ganze Generationen zum Diskussionsstoff der anderen Art gemacht haben.